Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skype Factory 3. Heute mal wieder allein auf dem Server, weil früh Viertel 6, ihr wisst Bescheid, der Eik nimmt auf, wenn die Kinder noch alle schlafen. Beziehungsweise meine Kinder. Wie es bei den anderen aussieht, keine Ahnung. So, gestern, ihr seht, ich habe ein neues Schwert im Inventar. Das ist das Premium Sword. Das habe ich gestern noch in der, nach der letzten Folge offscreen hergestellt, weil ich so ein bisschen hier durchgeguckt habe, alles Mögliche. Und da ist mir dann dieses wunderschöne Schwert hier aufgefallen. Wo haben wir's? Hier mit 41 Attack Damage. Dazu brauchte ich halt die Werkbank. Ja. Und dann habe ich mir das gecraftet. Und als ich ganz allein auf dem Server war, habe ich mir ganz heimlich noch die Draconic-Rüstung hier gecraftet bei CO2 und Receptum. Als Ausgleich habe ich denen ein paar tausend Redstone dagelassen. Und ja, heute will ich auf jeden Fall erstmal, das ist nämlich von Mystical, bei der Mod einen Ofen herstellen. Und zwar den hier. Das ist Alter, alles klar. Ne, wir wollen nur den hier haben. Denn der hat 100% Efficiency. Und dadurch können wir natürlich auch viel schneller dann Sachen brennen. So, da haben wir den ersten. Da haben wir den zweiten. Der hat natürlich schon 35% Efficiency, den könnte man natürlich lassen. Aber ich möchte gern den großen haben. So, jetzt sind wir bei Blau. Der hat schon 85, das könnte man wirklich schon belassen. Achso, das war das Schuriken von CO2, was den Server zum Abstürzen gebracht hat. Das werden wir dann gleich mal löschen. Er hat gesagt, ich darf es löschen, dann machen wir das auch. So, hier ist der Ofen. Und der kommt nämlich jetzt hier unten ran. Ja, genau. Ach, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir hier einen Wireless-Terminal gebaut, damit ich nicht immer und überall jedes Mal zu meinem Dings zurückfliegen muss. So, erstmal schnell das Schuriken, das kommt hier hinten rein und der Ofen auch. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wie geht der ab? Ja. So schnell habe ich damit jetzt aber nicht gerechnet, dass das so krass abgeht. Hier, Enderman, es tut mir leid. Du musst jetzt mal verschwinden, ne? Ich muss da ein Speed-Upgrade reinhauen, das geht nicht anders. Hier, Speed-Upgrades. Ja, ernsthaft, mir fehlt Holz. Ernsthaft? Nee, komm. Junge, hier. Wir machen gleich ein paar mehr davon. Genau vier Stück. Einmal ganz schön an die Rückseite hier. Ja, das war schon. Hält nicht wirklich viel aus an Kohle. Allerdings
Wir können ja Kohle und Blöcke reinhauen. Wobei. Okay. Wir versuchen es mal hiermit. Das kommt mit rausziehen einfach nicht hinterher. Ich habe da schon 4 Upgrades drin und es kommt einfach nicht hinterher. Warum eigentlich? Ist das überhaupt angeschalten? Ja. Es ist an. Warum? Zieht er das nicht raus? Das ist jetzt ganz seltsam. Da müssen wir nochmal ganz kurz... Oh, shit. Nee, das kann ich jetzt so einfach nicht machen. Muss das vielleicht doch von unten kommen? Würde mich ja nicht verwundern bei Ender.io. Da haben wir die Kabel. Dahin, Extract, rein damit. Doch, jetzt wird's rausgeholt. Sehr schön. Da brauchen wir aber bestimmt nur 2 Filter. Ja, 2 reichen vollkommen aus. Ja, gut, können wir so lassen. So, dann haben wir noch ein paar Filter für später. Ja. Jetzt müsste man gleich sehen, dass das auch wieder schön am Wandern ist. Ja, sehr schön. Das da rein, das da rein, das da rein. Achso, und ich habe mir noch Electrical Steel Seeds und ein Vibrant Jetpack gecraftet. Die Seeds brauchte ich einfach für, ihr habt es gesehen, Ender, war das jetzt Ender.io? Mit dem Electrical werden wir gleich sehen. Ja. Denn mit Ender.io werden wir uns auch noch beschäftigen. Wir werden uns jetzt aber demnächst noch ein paar Seeds herstellen. Von den wichtigsten Sachen, die wir benötigen. Deswegen gehen wir wieder auf Mystical Agriculture. Und wir brauchen Black Quartz, nein, Basalt, nein, Draconic. Die können wir auf jeden Fall schon machen. 1, 2, 3... Hallo? Okay, 3 reichen erstmal aus. Ich habe es doch hier gerade gesehen. Manulin haben wir hier. Können wir das nämlich auch machen. Die kommen dann hierher. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Terra Steel Hammer, Mana Steel ja doch, könnte man eigentlich auch herstellen. Da holen wir uns hier noch welche raus. 2, 3, 4. So. Ihr kommt bitte wieder zu mir ins Inventar. Und die dort auch, bitteschön. So, da haben wir die Mana-Stil. Mystical Flower Seeds. Warum erstmal nicht Electrical Steel Hammer, Manulin Hammer? Kobalt. Ja, da keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Doch. Irgendwoher kriegt man das nämlich.
Gas und Netherwarzen Chicken. Okay. Das. Night Slime. Keine Ahnung, für was wir das brauchen. Uranium. Elektrum. Ja, da haben wir leider nichts da. Wo war jetzt der Elektrum? Da. Das machen wir wie folgt. Silber und Gold. Das war Aluminium. Das und wo haben wir Silber? Da haben wir Silber. Elektrum konstant. Braucht man nicht wirklich. Aber das hier brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4. Wir warten. Bei welchem waren wir denn jetzt? Das war Creeper. Emerald. Pulsating. Diese komischen grünen Erbsen. Uranium. Okay, ich finde die jetzt nicht mehr. Ach, dort. Dark Steel, wie machen wir das denn? Obsidian, Eisen und Kohledust. Haben wir hier. Dann 55 davon. Und 55 davon. Ihr seht, in der Folge beschäftigen wir uns hauptschließlich mit. Oh, okay. Mit der Mystical Agrikultur Mod. Das war jetzt Energetic Alloy. Copper, Mystical Flower, Vibrant, Energetic Alloy. 1, 2, 3, 4. Pulsating Hammer, Dark Steel kommt, Solarium. 1, 2, ja gut, okay. Konduktive Iron, achso, nee, brauchen wir nicht. Draconic Hammer erst hergestellt. Electric Steel Hammer, Manualin Hammer. Ich müsste jetzt hier oben eigentlich weitermachen. Stahl. 1, 2, 3, 4. 4. Dann Silikon, ich weiß nicht, brauchen wir die? Ja, kommt. 1, 2, 3, 4. Wither Skeleton Seeds. Wie mache ich das hier? Tier 1 mal, ach Gottes Willen, da geht's doch schon los. Die brauche ich halt überall. Diamant braucht man nicht. Experience, die wäre natürlich noch nice. Endzieht, ich weiß nicht. Nee, brauchen wir eigentlich nicht so weit. Redstone kriegen wir en masse. Nether Quartz. 1, 2, 3, 4. Nether Quartz war jetzt. Wo war das? Nether Quartz. Eisen braucht man nicht. Kohle braucht man nicht. Nether Seeds braucht man auch nicht. Dye. Wer angebracht eigentlich? Natur, nein, braucht man nicht. Holz braucht man nicht. Wasser braucht man nicht. Eis braucht man nicht. Feuer braucht man nicht. Es sind halt wirklich noch diese Dye Seeds. Und an die Farbe kommen wir ja ganz einfach, indem wir uns ein paar Blümchen besorgen. Die wir eigentlich sogar schon haben.
Ich Volltrottel. Das Hammer. Das kann erst einmal alles wieder hier rein. Das Jetpack bitte da runter. So, die Dice Seeds. Da sind sie. Okay, wir brauchen wieder Rot. So. Das. Dann. Das. Vier Stück davon. Und wir haben kein Grün. Ja. Dann verbraten wir das noch doch mal ganz kurz. Achso, was ich noch verändert habe, ist halt, wie gesagt, hier hinten. Ich habe jetzt hier so Guck-mich-an-Luken gemacht. Und hier den Wireless-Transmitter mit 4 Upgrades drin gesetzt. Ja, aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemacht hier drinne. Das läuft und floriert. Aber dieses Schwert, ich liebe es einfach. Instant toten Viecher hier. Weil die auf meinen Feldern rumtrampeln. So, das haben wir. Und jetzt müssten wir die aber auch schon herstellen können. 1, 2, 3, 4. Das reicht gerade mal für einen Seed. Aber das ist mir egal. So, denn da, wo noch Seeds fehlen, die kommen auf jeden Fall hierher. So, das Solarium. Die hier können komplett weg, denn die Dias brauchen wir nicht. Da haben wir mehr als genug. So, dann Energetic Alloy. Dahin. Nether Quartz kommt dahin. Silikon kommt hier vorne hin. Ganz in Ruhe. Hier Pulsating Iron. Mana Steel und Steel. So, alles schön angeordnet. Läuft. Die kommen da rein. So, Stahl. Ach so, das ist ja nicht mehr angeschlossen. Stimmt. Ich brauchte das ja fürs Jetpack. Dark Steel. Da. Da haben wir schon mal eins. Das kommt dann auch hier drüben mit hin, weil wir da die 4 komplett voll machen. Und dieser Enderman hier auf meinem Feld, ganz ehrlich. So, was hast du jetzt davon? So, und wir werden uns demnächst noch hier mit der letzten Rüstung beschäftigen. Aber da muss ich selber erstmal gucken, wann genau. Hier haben wir noch davon ein bisschen was. Hier könnte ruhig mal ein Upgrade rein. Ja, da geht schon wieder los. Und zwar Upgrade nehmen wir hier auf jeden Fall das Verbesserte. Wie heißt das? Octant. Haben wir nicht. Dann stellen wir uns doch mal schnell welche her. Ist mir gerade egal, wie lange die Folge geht. Ich will das jetzt noch fertig kriegen, die Seeds. So. 7 Stück davon.
Dann das, 1, 2 brauchen wir davon bloß. Und dann das hier. Und rein damit. Und es brennt natürlich schneller durch. Das gefällt mir. So, da haben wir den nächsten Seed. Enderperlen-Seeds brauchen wir uns nicht machen. Wir haben hier unten unseren Endstone und die Enderlilies drauf. Wo ab und an mal noch eine weitere Enderlily rauskommt. Das gefällt mir natürlich auch. Ja, und ihr seht, es radert durch. Gut, die anderen zwei Seeds mache ich dann offscreen fertig, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin. Rockstar, dance until I drop my love.